Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Folge, denn heute wollen wir mal hier ein bisschen weiterbauen. Zwangsweise werde ich heute, was ihr natürlich nicht sehen werdet, weil das ist langweilig, ein bisschen Cobblestone farmen. Ach, ich kreuze echt schon mal vor. Cobblestone zu farmen ist ja einfach grausam, wenn man das brauchen muss. Aber egal, muss halt gemacht werden, wir brauchen die Rohstoffe. Klar, man könnte auch einfach mine gehen, so ein bisschen Cobblestone abfarmen, aber wir brauchen schon eine ganz große Menge an Cobblestone, deswegen... Ja, lohnt sich das tatsächlich nicht, das so abzufarmen beim normalen Farmen gehen nach Rohstoffen, ne? Da kommt einfach zu wenig raus, deswegen müssen wir das leider über diesen sehr, sehr umständlichen Weg machen. Ja, ich weiß, es ist halt leider kein Weg darum. Aber egal, was ist denn heute so generell das Ziel dieser Folge? Also, das Ziel dieser Folge, ja, schön, dass ich das jetzt falsch rumgemacht habe. So, jetzt. Das Ziel dieser Folge ist es tatsächlich, dass wir oben... vielleicht schon, ich sag's mal, den Grundriss des Gebäudes vielleicht mal eingezeichnet haben, also umrandet haben, ne? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, aber wir brauchen natürlich auch hier diesen wunderschönen Lava-Eimer, wir brauchen auch Ofen und ja, gut, wir brauchen das, glaube ich, erst sehr weniger. So, wir haben hier Wolle, ne, sehr schön, weil dann will ich nicht oben auch ein Bett hinsetzen, dann müssen wir nicht immer runtergehen, wenn es Nacht wird, wenn wir schon eh ganz da oben rum chillen, kann man schon fast sagen. Aber gut. So, ich habe, glaube ich, alles, was ich jetzt erstmal brauche. Ich habe einen Wassereimer, ich habe einen Lavaeimer. Den Rest werde ich da oben ja irgendwie bekommen. So, den Setzling hätte ich aber gerne trotzdem. Komm her, komm, komm her. Ja, sehr schön. So, unsere stylische Erdtreppe hier. Ich sag's euch, das ist Vintage-Style. Aber gut, ich würde sagen, ja, ich baue mir jetzt hier einfach... ja, so kleine Cobblestone-Farm, ne, so wie vor, keine Ahnung, wie viele Videos und ich fahre ein bisschen Cobblestone, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich habe sehr lange gefarmt, also es waren bestimmt 2 Tage in Minecraft und ich habe hier ein paar Stacks Bruchsteine, ne, in den Ofen. Ah, der ist sogar schon fertig, also das ist ja nice. Kann man das auch direkt mal wechseln, obwohl hier, du... Brauchen wir da eigentlich noch die Kohle. So, auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel gefarmt. Vielleicht auch zu viel. wahrscheinlich eher weniger. Auf jeden Fall war das sehr mühsam und hat lange gedauert. Und ich bin froh, dass es vorbei ist. Denn wir können jetzt nämlich weitermachen. So, in der Zeit, wo ich hier gefarmt habe, sind natürlich hier alles, was hier irgendwie am Wachsen ist, sollte eigentlich schon längst ausgewachsen sein. Deswegen können wir hier einfach mal direkt die Bäume fällen. Dann können wir schon mal das wertvolle Holz mitnehmen. Und während ich Cobblestone gefarmt habe... war ich natürlich nicht AFK oder so. Ich habe das tatsächlich selber gemacht. Nee, ich habe natürlich auch nachgedacht. Ne? Ich habe nachgedacht, okay, wie können wir das oben schön hinkriegen mit einem Haus oder mit einem Kloster? Ihr wisst ja, was ich meine. Und bei der Überlegung ist mir natürlich aufgefallen, okay, ne, das ist ja jetzt so eine Plattform und ne, so wie ich das Holz jetzt, die Umrandung dahingesetzt habe, hätten wir sonst irgendwie keinen Platz mehr, um großartig da irgendwas daneben zu bauen. Ich will jetzt auch nicht viel daneben bauen, aber es muss natürlich schon clean aussehen. Ne? Also es darf jetzt nicht so abrupt da, ne, sein. Und ich glaube tatsächlich, dass meine äußeren Maße vom geplanten Haus vielleicht ein bisschen zu groß sind. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Ich denke so, hä, was labert der Typ da? Ich habe keine Ahnung, was der meint. Ja, ihr seht es gleich, keine Sorge. So, ich brauche jetzt aber erstmal hier ein paar Setzlinge. Denn ich muss ja hier erstmal La Hause bauen. Wieder Bäume hinsetzen. So. Na gut, du bist einfach. Du kommst hier hin. So. Genau. Ja, du bist auch einfach. Da ist noch kein Gras über die Sache gewachsen. So. Okay, jetzt gehen wir mal wieder hoch. Denn wir müssen auch oben tatsächlich, ne, damit wir besser bauen können, erstmal Garten Eden zerstören. Okay, was heißt zerstören? Ich mache jetzt erstmal hier die Bäume alle weg. Weil die stören tatsächlich. Ne? Die wären auch, wenn das Haus stehen würde, wären sie auch nicht mehr hier. Ne? Würde auch nicht mehr passen. So, erstmal hier die ganzen schnieken Bäume hier weg. In Hoffnung, dass die überhaupt noch weggehen. So. Ja, bestimmt gehen sie gleich weg. So. Jetzt machen wir dich auch nochmal weg. Hau ab. So. Mal schauen, ob meine Axt durchhält. Aber es sind ja schon doch ein paar Bäume hier. Aber sollte eigentlich klappen. Ja, aber das Cobblestone-Farm, Alter.
Nee. Das ist so eigentlich nur so das Mieseste, was du in diesem Spiel machen kannst. Ne? Einfach ganze Zeit nur diesen einen beschissenen Block farmen. Aber ich meine, man braucht den ja so. Ne? Mein Baustil brauche ich den. Sonst wäre das Ganze hier nicht so wunderbar schön. So, gut, die bleiben auch noch mal ab. So. Genau, dann gehen wir gleich nochmal zum neuen Umriss und ich teile meine Ideen euch mit, was ich jetzt mir erdenke von der ganzen Sache hier, was wir hier machen sollten. So, okay, jetzt habe ich rundherum außer den, wo der Bienenstock ist, abgebaut. Dann hoffen wir, dass das Ganze auch funktioniert. Genau, das ist jetzt hier die Außenmaße, wie wir gemacht haben. Die Außenmaße ist ja so gesehen, also hier zwischen haben wir 5 Blöcke frei, was auch okay ist. So sollte es mehr oder weniger sein. Was ich mir aber überlegt hatte, war tatsächlich, das zu reduzieren. Und zwar, dass man sagt, okay, statt hier kommt das hier hin. Klar, wäre dieser 3-blöckige breite Haus jetzt nicht breit, aber ich würde tatsächlich hier, wenn wir hier in der Luft sind, so gesehen, oh, das bauen wir auch nochmal ab. Das geht ja tief. Oh, wenn ich jetzt durchgefallen wäre, wäre heftig gewesen. Aber nee. Und zwar ist der Plan, dass wir ja in die Höhe bauen können. Ich baue jetzt auch nicht krass hoch, sondern es wird wahrscheinlich so eine Art 2-Stock- oder 2,5-stöckiges Teil hier werden. Aber, das große Aber, man kann da auch so ein, also so gesehen, ne, das wird ja hier so eine Wand sein. Ne? Okay, warte mal, hier ist wenig Baum. Machen wir es nochmal weg, ne? Sagen wir mal, wer würde hier so 1, 2, 3, ach, keine Ahnung. Sagen wir mal irgendwie 4 oder sowas, ne? So. Aber es wird ja dann gerade hochgehen und darüber wird ja noch ein Stockwerk drüber kommen. Aber dieses Stockwerk, okay, jetzt brauche ich aber doch Erde. So, lässt sich besser abbauen. Oh, ein Erdeblock, ich bin reich. Ne, da würde das Ganze tatsächlich aber hier drüber bauen, ne? Also hier ist ja schon Garten Eden und da würde so gesehen 1 oder 2 in die Mitte gebaut werden, ne? Ich schätze mal eher 2. Ne? Also es würde so gesehen, praktisch, also nicht geplant, aber praktischerweise ist tatsächlich das hier, was wir hier so gesehen als Gras herumgebaut haben, wäre überdacht. Ne? Also so gesehen mit dem, ja, mit dem zweiten Stock mäßig. Ne? Das hier in der Mitte natürlich so schön nach oben, himmelfrei und so, oder relativ, ne? Aber das wäre so der Masterplan gewesen. Ne? Dadurch hätten wir so gesehen natürlich unsere Gartenfläche noch da. Aber wiederum hätten wir auch hier Fläche außenrum, ein bisschen, dass wir hier noch irgendwas Schönes hinmachen können, ne? So eine Abgrenzung oder sowas. Ja, ob das später auch gut aussieht oder sowas, das, ja, gut, ne? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wird schon, würde ich sagen, wird schon. Und ja, mal schauen, wie das Ganze hier wird, würde ich sagen. Aber ich denke mal, es wird schon passen. So, falls ihr euch fragt, was ich jetzt hier mache. Hier kommt dann nämlich was anderes hin, denn wir haben ja auch, ich sag's mal so eckenmäßig, wenn ihr wisst, was ich meine. Und diese Ecken werden nicht einfach so stumpf in der Ecke, sondern es wird besser sein. Das soll ja auch alles nach was aussehen, ne? So, ich habe einen Plan jetzt hier so im Kopf, aber ihr werdet in Folge XY irgendwann verstehen, was ich hier am Bauen bin, ne? Aber so soll es ja sein, oder nicht, ne? Dass ihr so am Anfang so denkt, okay, was macht der Dude da? Ist er komplett verrückt geworden? Die Antwort ist natürlich ja. Aber nachhinein, dass ihr so sagt, so, ach ja, so hat er das gedacht. Ja, schlau, ne? Und ich hoffe, irgendwann kommt dieser Moment, wo ihr sagt so, ah ja, schlau. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Aber ich schätze schon. So. Genau, jetzt bauen wir hier mal weiter die Begrenzung. So. Da muss ich mir noch überlegen, wie da erst, also das Erdgeschoss mäßig dann aussehen wird. Weil halt man nicht so viel Platz im Raum, ne? Dadurch, dass man nicht so viel Platz im Raum hat, ist Möglichkeiten technisch nicht viel machbar. Ne? Aber wer weiß. Vielleicht ist es ja ein Platzwunder, das Haus. Ne? Kann ja auch sein. So, aber wir bauen erstmal hier weiter. So, hat das ja eigentlich hier. Ja, genau, das passt. So. Genau, hier würde, ich glaube, in die Richtung oder in die Richtung? Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, in welche Richtung hier später mal Eingang kommen wird. Das würde ich sagen, entscheiden wir mal in irgendeiner anderen Folge.
Verschieben wir es auf die Zukunft. Haha, Zukunft, du musst dich was überlegen. Nee, so, genau, jetzt machen wir hier, machen wir hier, machen wir hier. Ja gut, jetzt ist natürlich hier meine Farm ein bisschen im Weg. Aber natürlich, weil ich ja keinen Bock hatte, immer runterzurennen, hatte ich natürlich mir auch hier so ein Übergangshäuschen oder Schlafplatz, eher gesagt, gebaut. So, ich habe natürlich keine Schaufel hier. Sonst wird es gleich auch so weit Nacht, dass ich auch direkt schlafen gehen kann. Aber ich würde sagen, eine Schaufel craften wir uns noch, bevor wir schlafen gehen. Schaufel, 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 Schaufel. So. Und jetzt, ah ja. Ne, Monster und so, immer noch nicht. Willkommen! Noch nicht, ne? Noch nicht. Ja, das ist das große Noch nicht. So, okay, jetzt sind wir wieder da. Genau, wir wollten jetzt hier bauen. Zack, zack. So. Ich glaube, hier drunter war nichts mehr, oder? Oh doch, hier war was. Hier war nichts mehr. Okay, verstehe. Gut, dann müssen wir das kurz hier so bauen. So, wir müssen das jetzt Step by Step. So, jetzt haben wir kein Holz mehr. Ich würde sagen, wir bauen das kurz nochmal hier ab. Das war eine Demonstration, damit ihr vielleicht versteht, was ich meine. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Dann könnt ihr euch ja da beschweren, so, ey, was laberst du da? Ich habe nichts verstanden. Dann, ja gut, was würde ich dann machen? Ich glaube nicht viel. Ich würde dann sagen, ja, warte bis zur Folge XY und dann verstehst du es. Und dann werde ich dir abonniert. So sieht's aus. So. Ha, den Grasblock habe ich gesnackt. So, nein. Grasblock hat gewonnen. So, okay. Genau, ich gehe jetzt erstmal wieder unsere stylische Erdtreppe runter. So, ja. Da. Ja, ich glaube, ich sollte was essen. Wird gerade etwas kritisch. So. Zum Glück sind diese Beeren. Also, wenn ihr diese Beeren findet in Singleplayer, nehmt es auf jeden Fall mit. Sie machen zwar immer nur so ein Teil voll. Aber die wachsen unglaublich schnell und sind einfach zum Anbau. Deswegen auf jeden Fall empfehlenswert. Okay, kann das satirisch hier so unterirdisch hier bauen? Ich meine, generell weiß ich ja, wie die Maße sind. So, genau. Genau, es geht zwar nicht komplett hier durch, aber ich kann jetzt von unten jetzt nicht ganz genau abschätzen, wann das hier aufhört. Okay, ich könnte es, aber ich bin zu faul. So. Okay. Gucken wir mal, ob wir vielleicht jetzt irgendein Baum nachgewachsen ist. Das wäre jetzt sehr praktisch. Und die Auflösung ist nein. Praktisch, aber nein. Schade. Okay, jetzt gucken wir mal, vielleicht im Haus, ob wir da noch irgendwas liegen haben, was uns hier weiterhelfen würde. Nee, sieht nicht so aus. Also nicht hier. Aber wir können ja zwei Eisen nehmen, denn ich brauche eine Schere. Denn für mein Vorhaben brauche ich auch gut Wolle. Gut Wolle. So, wird nämlich auch ein stylisches Bauelement des Hauses. Ja. So, deswegen müssen wir aber kurz hier Schafe scheren. Ja. Guck mal, die haben alle Angst. Die haben alle Angst, weil ich jetzt hier mit der Schere komme. Ja, kommt her, put, 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 put. Ja, guck mal, gutes Schaf, ne? Schere ist, es ist es, Wolle nachgewachsen. So muss das sein. So, na, du hast aber nicht viel gegeben. So, was ist denn hier so stylisch an dieser Ecke hier? Habe ich irgendwas verpasst? Nee, ne? Okay. Ja, mehr, 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 mehr. So, 16 Wolle. Ist doch schon mal ein Anfang. So, das Schwein, was hier immer noch rumläuft. Interessanterweise. So, das ist ja unsere, ja, Notausgang. Aktuell, würde ich es immer so sagen. Aber passt schon. Gut, ja. Ich noch von den, ich habe bestimmt noch oben Setzlinge, weil da will ich nicht oben von den Baum noch ein paar Setzlinge verteilen. Vielleicht geht das dann schnell, dass wir von diesem Holz was bekommen. Ja, 4 Stück habe ich. Okay, diese 4 Stück nehme ich doch natürlich mal.
Hier kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Und hier kommt einer hin. Mal schauen. Okay. So. Genau, ich hatte jetzt gesagt. So, jetzt sind wir hier natürlich. Okay, perfekt. Ja, das geht jetzt hier drunter. Genau, wir haben es hier. So. So, 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 so. So. Genau, aber andererseits würde man auch von hier hingehen und sagen, okay. Wir das hier so, so. Dann 1, 2, 3 und wieder zurück. Ah, zu früh. Zu früh. Okay, okay, ich habe mich vertan. So. So ist richtig, genau. So, jetzt bauen wir das schon mal hier hin. Die Line. Okay, ich muss runterspringen, ich brauche die Erde. Ach ja, Leute. Ich sag's euch, dieses Projekt wird noch lange dauern. Aber, was ich euch versprechen kann, es wird gut aussehen. Es wird einfach gut aussehen. So, jetzt habe ich hier die 13 Erde. Auch wenn das irgendwann später auch noch hier voll die Arbeit sein wird, das Ganze hier als Berg zu, ja, zu formen, ne? Weil das hier wird später alles mit Erde aufgefüllt. Die Erde werde ich natürlich dann hier so nehmen, ne? Weil da hinten muss Erde ab, hier muss Erde hin, ne? Es ist so ein Hin und Her. Warum kann der Berg nicht einfach perfekt sein, ne? Gut, ich hätte noch einfach lassen können, wie er ist, ne? Aber nee. Wäre viel zu einfach. Viel, viel, viel zu einfach. So, jetzt darf ich hier nicht runterfallen. Wäre nicht gut. So. Genau, jetzt wird man hier hingehen und sagen, genau, jetzt kommt hier noch. Ey, ich habe Erde übersehen. Was soll das? Das ist meine Erde. Egal, jetzt baue ich das noch kurz hier zu Ende. Okay, ich kann es nicht zu Ende bauen, weil ja klar, weil mir genau ein Erdteil fehlt. Ja. Da steht man nun, ne? Da steht man nur. Na egal, ich snack mir die Erde. Autsch. So. Wertvolle Erde. Ne? Viele sagen, es wäre Dreck. Ich sage, es ist Erde. Und mit dieser Weisheit, Leute, beende ich mal diese Folge in Minecraft. Wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, dann lasst doch mal einen schönen Daumen nach oben da. Und verpasst nicht die weiteren Folgen, um zu sehen, wie das Ganze hier wird, ob ich mich hier übernommen habe oder nicht. Aber ich bin raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.